Leute, willkommen zu einer neuen Folge hier von Kierforst. Ihr seht richtig, ich bin Level 50. Warum? Ganz klar. Warte mal, kann ich mal bitte... Ah ja, jetzt hier. Die Aufgaben von Race. Jetzt muss ich nur noch ungewöhnlich Aufträge abschließen. Und die wären dann halt dann dabei beim Styx Restaurant Semi-Wildtiere. Wir machen mal beim Styx Restaurant das andere. Mal gucken. Ja, sonst halt die noch, aber die ist halt kein Gegner oder so. Also von daher gehen wir beim zum Styx Restaurant als Solo. Guck mal, wie weit wir dann kommen. Dann habe ich schon mal 1 von 5. Ja, aber diese Sache mit Race, Alter, die geht richtig ab. Also vor allem mit den Punkten her, ich bin jetzt auf einmal Level 50. Das war eigentlich meine Wochen. Mein Wochenpensum. Und den habe ich schon fertig. Und ich weiß nie, was ich jetzt machen soll. Morgen kommen Aufgaben. Wahrscheinlich. Hochwahrscheinlich. Also eigentlich ja. Mit der die Wochenaufgaben mit den goldenen Aufgaben. Ich vergesse nochmal. Die legendär. Heißen die legendär? Ich glaube legendär irgendwie. Aber trotzdem so. Boah, Alter. Ich bin dann doch mein Gott. Safe Level 55 beziehungsweise Level 60 will. Nee, ich sag 55 wäre ich. Mal 10 Level nur durch sowas. Ja, würde ich jetzt nicht so sagen. Aber trotzdem, yo. What the fuck? Ist schon wieder so random Punkte wieder bekommen. So. Immer so 60.000, 50.000. Da musste man 3 Aufgaben auf einmal machen. Dann wurden es wieder, dann hatte ich auf einmal 90.000 bekommen. 30, 30, 30 waren es dann. Aber ja. Da muss man bei jedem Spider da eine killen halt. Etwas aufheben, Tiere töten, was aufheben. Was natürlich nur speziell gespawnt wird für die Aufgabe. Das hat man aber nur, solange man die Aufgabe hat. Dann war es noch... Ah Gott. Was waren das noch? Es waren 3 Aufgaben. Töte Wildtiere. Das hat mich ein bisschen erstmal genervt. Gegangenlich das Spire. Oh, das dritte fällt mir gerade gar nicht mehr ein. Was ist denn da bei mir los? Ui, und erstmal die Punkte holen. Beziehungsweise dafür bekomme ich vielleicht nur 1k, ja, da steht 1k, und dann wieder zurückziehen, dann ist es soweit ich weiß fertig. Kann aber auch sein, was ich auch noch vermute, dass es noch weitergeht, nur dass halt jetzt im Moment die Geschichte stocken bleibt so. Weil wenn jetzt die Geschichte komplett erzählt wird und wir sind noch mitten in der Season so, oder halt am Anfang der Season, ist ja blöd. Deswegen fängt man so langsam an und steigert sich so weiter rein. Das macht mehr Sinn. Ich traue den gar nicht. Aha. Wie weit muss ich denn? Geht, okay. Steige ich in ein Auto und bin dann weg. Hat zum Glück keinen Sound, sonst hätte ich es jetzt ausmachen müssen. Kann ich mal mit dir reden? So, komm mal her. Haben wir? Das verwende, okay. Nimm deine, halt deine Verbände einfach. Alles gut. So, und jetzt schön hier entspannt fahren. Schön, die schöne Landschaft, also die Grafik von der Map hat sich scheinbar verbessert. Also ist knalliger geworden. Was ich persönlich nicht schlecht finde, aber so am Abend, wenn man dann halt so richtig müde ist und noch
spielt, weil da noch eine Aufgabe ist so. Ihr versteht, was ich meine. Das ist ja. Und die Sache ist, ich kann mich noch daran erinnern, dass es hier ein Wildtier und so. Und das ist dann nicht mehr da. Wo ist es denn? Da ist echt nicht. Okay. Vielleicht haben wir das auch schon gemacht, aber für mich war es so, dass ich es noch machen muss. Und es jetzt auf einmal weg ist. Erzählt da gerade was? Ich geh mal raus. Wir sind ja, glaube ich. Ja, wir sind eh in der Zone. Hier ist doch ein Tier. Ah ja. Nein. Nein. Kommst du hier hoch? Ich hoffe nicht. Ich zähl mal. Wo ist er? Bitte nicht tot. Komm her. Einfach mal zählen. Ach, mein Gott, jetzt. Jetzt bitte! Ey, im Ernst. Danke. Ach so, stimmt. Ah. Vergessen wir es einfach. Greif ihn doch an. Wo ist er denn? Ach, da oben. Lass du. Ey. Einfach. Egal, noch eine schnelle Runde. Vielleicht. Mal gucken, wenn es da noch Aufgaben sind, die man schnell machen kann. Dann machen wir die schnell. Heieiei. Komm, komm, komm. 2 von 5, super. Schauen wir. Ach, ja, Bauholz im Übrigen und trage eine. Egal, wir gehen jetzt nach Weeping. Wir machen 2 Runden draus schnell. Weil das macht keinen Sinn, die auf. Also die spackt sofort, sobald. Alter, nee, nein. Er war in dem Sinne der bessere Spieler. Ich habe meine Aufgaben gemacht. Es war so eine Art Win-Win-Sache. Trage eine Verkleidung. Ich habe schon gehört, man kann Büsche und so anziehen und habe schon einen gesehen. Der hat einen. Der war in einem Kasten drin so. Aber wer zum Teufel geht hin und gibt ein einfach okay, einfach ist alles so und macht dann gleich die ganzen Aufgaben nochmal, die wie heißen sie, die ungewöhnlichen, und dann ist gut, weil ich mache die jetzt halt nur, weil es die Aufgaben gibt, aber es gibt zu wenig EP dafür. Ich meine, okay, die 90 und die 60 verstehe ich, aber die 1K, ne? Dann sollten sie es auf die ganze Zeit so 20K oder so setzen. Nein, nein, nein. Find die nicht so toll. Oh, perfekt, du. Dann machen wir gleich schon mal 3 von 5, das ist doch super. Nur Holz abbauen. Und dann werden die schon wieder. So schnell kann es gehen. Obwohl, ich glaube. Nein, warte mal, was habe ich denn jetzt wieder? Natürlich, ich baue Holz ab und dann beende ich es wieder. Ja, was habe ich denn jetzt gerade? Irgendwas war jetzt gerade in meinem Kopf. Bei dem Match werde ich jetzt nicht bleiben, weil. Die ganzen Leute hier. Ich will ja wohl nichts sagen, das ist ein Bot. Aber ja. Das würde sich so in die Länge ziehen und schnell Holz abbauen. Weeping. Gar kein Problem. Zumindest nicht, dass ich wüsste, dass es ein Problem sein sollte. Bist du nicht in Weeping gezählt? Okay. Hä, warum nicht?
Ah, jetzt. Ach so. Der ist ja außerhalb von Wikipedia. Ganz schlimm. Okay. Nochmal das Auglei. Ja, jetzt haben wir es. Gut. Und dann können wir jetzt Mitch verlassen. Naja, Leute, ich hoffe natürlich, hat es wieder gefallen. Liked, abonniert, kommentiert. Wir sehen uns dann damit morgen. Gucken nochmal schnell durch. So. Und 3 von 5, was wäre denn das nächste? Sollen wir ein bisschen. Ja, easy, Alter. Also, tschüss.